Check, check, check. Alles erledigt. Alles steht zum Verkauf. Schau es dir an. Besuch mich bald wieder. Was in der Zukunft verrückt ist. Bleib wachsam. Was kann ich für dich tun, Titan? Schön, dich wiederzusehen, Hüter. Dein Einsatztrupp kann sich sehen lassen. Diesen Kampfgeist brauchen wir in jeder Vorhutoperation. Gut gemacht. Sei stark. Die Schlacht wütet weiter. In der Tat. Diese verdammten Gefallen. Ich brauche einen Bericht von der Farm. Die Koordinaten, die Bruder Vance uns gab, liegen jenseits des Dorfs. Hawthorns Kundschafter haben das Gebiet während der Roten Schlacht untersucht. Hier gibt es keinen Tempel, nur einen alten Funkturm. Hab Vertrauen, Ikora. Sind die Anhänger denn genauso leidenschaftlich wie Bruder Vance? Du meinst wohl fanatisch. Ja, sie befolgen Osiris' Anschauung. Sie kannten diesen Mann nicht so gut wie ich. Doch sie sind unsere beste Chance, Sagira wiederzubeleben.
Ich würde ungern mit denen tauschen, die hier draußen leben. Osiris würde das als Prüfung bezeichnen. Wenn seine Anhänger hier nicht überleben können, dann waren sie es sowieso nicht wert. Nur ein Funkturm. Und die Gefallenen waren zuerst hier. Das hat man davon, wenn man an Osiris glaubt. Anhänger. Wir sind zu spät. Lass mich das mal näher anschauen. Das ist stark modifizierte Vextech. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will mal was versuchen. Warte. Es passiert etwas. Was? Geht da vor sich. Wow, neue Hülle. Wer, du hast mich gerade ernsthaft in eine komische Maschine gesteckt, die du noch nie gesehen hast? Wer macht denn sowas? Sagira. Ikora, wunderbar. Bin froh, dass es dich noch gibt. Wir müssen los, sofort. Osiris steckt ganz schön in der Klemme, wie immer. Und ich muss... Warte, wo sind wir? Wer bist du? Ach, egal, wir müssen zu Merkur. Und keine Sorge wegen deinem Geist. Wir teilen gerade. Er kommt zurück. Osiris hat etwas im Immerforst gesehen und das hat ihm Angst eingejagt. Nichts jagt ihm Angst ein. Wir müssen ihn finden. Osiris könnte überall sein. Mit den falschen Koordinaten werdet ihr da nie rauskommen. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Osiris ist da drin, um uns vor den Vex zu beschützen. Er braucht uns. Er braucht mich. Und wir werden ihn finden. Thank you.
Osiris hat sich Technologie aus dem Frost zunutze gemacht. Wir werden seinen Spiegelbildern begegnen. Es sind Kopien seiner selbst. Damit kann er mehrere Pfade gleichzeitig erkunden. Und ja, mir ist bewusst, dass Osiris dadurch wie ein Egomane aussieht. Aber keine Sorge, das ist er auch tatsächlich. Osiris muss hier irgendwo sein. Sakira, du solltest nicht hier sein. Und du hast jemand Neues mitgebracht. Wer? Oh, die. Das wird dich von den Socken hauen. Sie ist eine Freundin von Ikora. Sakira ist zurückgekehrt. Osiris hat dich zu deiner eigenen Sicherheit weggeschickt. Deine Gegenwart hier setzt alles aufs Spiel. Tja, Pech gehabt. Er braucht mich. Es breiten sich neue Zeitachsen aus. Wir müssen Spiegelbilder erschaffen, um sie zu erkunden. Es ist fast zu spät. Was meinst du mit zu spät? Etwas muss schiefgegangen sein. Wo ist der echte Osiris? Du kannst nicht zu ihm gehen, Sagira. Was? Was hat er gefunden? Was kann so schlimm sein, dass es Osiris Angst machen würde? Dies ist der Immerforst. Eine Vorhersagungsmaschine in der Größe eines Planeten, die Trillionen Realitäten gleichzeitig simulieren kann, um einer Vex-Absicht zu dienen. Geht weiter. Und ihr werdet sehen. Die Vex simulieren hier drin die Realität und erzwingen die Zukunft. Und um eines vorwegzunehmen, alles hier ist real genug, um tödlich zu sein. Manchmal blockiert der Forst einen Pfad. Schalte den Dämon aus, der die Simulation steuert. Dann sollte sich die Tür öffnen.
Zunächst werde ich euch zeigen, wo alles begann. Merkur war vor Jahrhunderten unermesslich, bevor die Wechselordnung kam. Hier pflanzten die Wächs die Saat. Daraus entstand der Immerforst und dessen Geist Panoptes. Panoptes hat nur einen Zweck, die Realität für die Wächs neu zu formen. Und zwar nur für die Wächs. All dies begann mit einem einzigen Wächs. Wird es mit der Ankunft eines einzigen Hüters enden? Verstehe ich, warum er so viele neue Spiegelbilder gemacht hat. Ja, wir haben versucht, diesen Ausgang zu verhindern. Und wir sind gescheitert. Selbst unsere größten Bemühungen machen es nur langsamer. Doch das musst du dir selbst ansehen. Sag mir, Hüter, warst du da, als der Reisende erwacht ist? Ein lebender Reisender ändert alles. Zum Guten und zum Schlechten. Nun wurde vieles in Bewegung gebracht. Osiris schrieb die verlorenen Prophezeiungen, um die anderen Hüter zu warnen, doch sie wiesen ihn ab. Allerdings kann man die Zukunft nicht ins Exil schicken.
Wir müssen Panoptes finden und aufhalten. Doch keiner von uns hat eine Zeitachse gefunden, in der wir Erfolg hatten. So sieht es aus, wenn wir versagen. Dies ist die Zukunft, die die Vex wollen. Der Leuchtturm. Das ist, was Osiris gesehen hat. Weder Licht noch Dunkelheit existieren noch. Die Wärme der Sonne ist nicht mehr. Alles Leben ist verloren. Doch das war vor dir. Du bist der Schlüssel. Du kannst es aufhalten. Alle Zeitachsen führen hierhin. Wir müssen Panoptes zerstören, um diese dunkle Zukunft zu verhindern. Panoptes, er hat uns gefunden! Los, du bist jetzt wichtiger als wir alle! Das ist schlecht. Ganz, ganz schlecht. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir alle. Du, ich, Osiris, Ikora. Wenn wir Panoptes nicht aufhalten, dann hast du gesehen, was passiert. Ikora, bist du da? Sagira, du bist gerade verschwunden. Wo steckt Osiris? In der Klemme, wie wir alle. Ich erkläre dir alles auf dem Weg zurück in die Stadt. Ich sehe nach. Danke, danke, ich sehe sofort.
Wenn man sich die Leistung deines Einsatztrupps im letzten Strike anschaut, können wir bald das Dämmerungsstrike-Protokoll wieder in Kraft setzen. Dämmerungsstrikes sind gefährlich, aber lohnenswert. Das ist kein Spaziergang, sondern lebensgefährlich. Wir verlieren Hüter auf diesen Missionen. Ich will, dass nur unsere stärksten und erfahrensten Streiter in diese Dämmerungsstrikes ziehen. Deshalb musst du einen Trupp bestehend aus den Besten zusammenstellen. Versammle deinen Einsatztrupp, Hüter. Die rote Schlacht wütet weiter. Alles wieder aufzubauen reicht nicht. Wir brauchen mehr. Die Mauer reicht nicht mehr aus. Sag mir, dass es Neuigkeiten gibt. Solange du kannst. Ein Hüter zu sein bedeutet, das Licht einzusetzen. Check, weitermachen. Ich sehe dein Problem. Das war es also. Ich dachte, dass wir nach der Roten Schlacht etwas Ruhe bekämen. Ich gebe nicht auf. Unser Licht ist stärker denn je. Der Schwachpunkt des Schildes ist seine Mitte. Vielleicht die Mitte ihres Geistes. Das ist so teuer. Wirklich? Hey, Vögelchen. Sei ja vorsichtig. Wenn du in eine Strahlturbine gerätst, bin ich super traurig. Ach, komm schon. Ich verwandle dich schon nicht in einen Frosch. Egal, was die anderen sagen. Kannst du es in den Umbraldistrikt liefern? Ja, wir sprechen uns morgen wieder. Und dieser hier? Meine Verborgenen sind überall verteilt. Ich brauche Informationen, Hüter. Mir egal, wie viel Glimmer du mir gibst. Ich setze mich nicht auf eins dieser dämlichen Spacebikes. Klar, flieg nicht zu weit weg. Wir wollen schließlich nicht, dass ein schießwütiger Hüter dich aufs Korn nimmt. Das ist so. Wird das passen? Raus aus der Dunkelheit. Das müsst ihr alle gehört haben. Wir zwei unterhalten uns jetzt mal. Schaff das. Kannst du es liefern? Von da drüben hat man eine gute Aussicht. Flieg nicht zu weit weg. Ich werde Antworten bekommen. Kannst du es liefern? Pass auf. Ein Jäger hat die in der ETZ gefunden. Davon gibt es nur so 10 in der Stadt. Nein. Kann man die Größe ändern? Ich wiederhole mich nicht. Mir egal, wie viel Glimmer du mir gibst. Ich setze mich nicht auf eins dieser dämlichen Spacebikes. Ich weiß, du kannst es. Hört sich gut an, Amanda. Verkauf mich auf das Geld. Es ist echt. Meine Verborgenen sind überall verteilt. Ich brauche Informationen, Hüter. Das war's. Ich bin erledigt. Von diesen Leuten nerven so weit. Ich muss der Mann zu einem Besuch in der Stadt überreden. Und wenn er Nein sagt, ich komme mich immer verloren stark. Es gibt immer einen Weg. Doch er kostet. Das ist so teuer. Heute Nacht wird es wieder einen Stromausfall geben.
Es gilt, Schlachten zu bestreiten. Das kann warten. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mal bei so einem Hüter-Prozess mitmache, hätte ich vielleicht besser in der Schule aufgepasst. Das ist so teuer. Hast du Fragen? Es gibt immer einen Weg. Doch er kostet. Nein, ich wiederhole mich nicht. Mir egal, wie viel Glimmer du mir gibst. Ich setze mich nicht auf einen dieser dämlichen Selbstbeiß. Leise! Der Kriegskult hört bestimmt zu. Nur nicht die Nerven verlieren. Kannst du es liefern? Dieser Krieg ist ein komplizierter Algorithmus, das ist mal sicher. Das Eisenbahn erwartet. Suche dir Gegner. Stell deine Macht auf die Probe. Das Licht nähert man mit der Zeit. Es wächst heran. Es gibt keinen Glücksfall und keine Frist. Wenn du glaubst, du hast alles erreicht, dann denkst du falsch. Dunkelheit. Nur eine Sekunde. Ich will davon nichts. Damit kann ich arbeiten. Das Licht nähert man den Sein. Es wächst heran. Es gibt keinen Glücksfall und keine Frist. Wenn du glaubst, du hast alles erreicht, dann liegst du falsch. Der Bestand ändert sich ständig. Nimm dir nicht so viel Zeit. Nichts ist so unvergleichlich wie verschlüsselte Daten, wie ich immer sage. Das Eisenbahn erwartet. Suche dir Gegner. Stell deine Macht auf die Probe. Fellwinter hätte diese Schlacht mit der Rotlegion willkommen geheißen. Gib nicht auf. Wir wissen das alle zu schätzen. Die Schaubilder für diese Struktur erfüllen mich nicht gerade mit Vertrauen. Schmiede dein Licht, Hüter. Die Mühe ist niemals vergebens. Niemals. Man kennt nie die Namen der besten Kryptografen. Löst du Probleme in der Welt, ne? Diese Schlacht mit der Rotlegion willkommen geheißen. Zeig ihnen, dass sie sich nicht mit uns anlegen sollten. Waffen und Rüstung können nur begrenzt etwas ausrichten. Vertrau auf dein Licht. Nähre es. Man kennt nie die Namen der besten Kryptografen, nur die Qualität ihrer Arbeit. Das Turnier feiert die gute alte Zeit.
Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Die Welt ändert sich. Du musst vorbereitet sein. Damals hätten die Eisernen Lords den Angriff auf den Turm gerächt. Komm näher. Ruhe. Welche Puzzles bringst du mit? Das Eisenbanner wartet. Suche dir Gegner. Stell deine Macht auf die Probe. Wie kann ich helfen? Davon nichts wissen. Alles kommt zusammen, oder nicht? Vielleicht sehe nur ich das so. Damals hätten die Eisernen Lords den Angriff auf den Turm gerecht. Er hatte ein paar Schwergewichte, Dieter. Vergessen, was ich gerade gemacht habe. Wenn du zur Leere flüsterst, flüstert sie zurück.